Ach du Scheiße. Ach du Kacke, sind das diese Dinger, die eigentlich unter dem Eis sind? Die sind wohl doch nicht so anmutig und lieb, wie wir alle dachten, ne? Nicht, dass jetzt irgendwo das Eis halt dünn geworden ist, weil es wärmer wurde und die jetzt durch die Gegend springen an der Oberfläche. Ach du Kacke. Na, das kann ja was werden. Ha. Reliktarchitekten besiegen. Okay. Das ist Relikttechnik. Ich kann kaum erwarten, diesen Architekten zur Strecke zu bringen. Der ist ja riesig! Ach du Schande. Na, Freude! Ich würde sagen, dann wollen wir mal. Können wir den überhaupt treffen? Oh oh! Ich glaube, ich habe ihn auf uns aufmerksam gemacht. Oh, crap. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ja, geht klar. Oh, shit. Okay, ich glaube, wir gehen mal in Deckung und versuchen aus der Deckung heraus die Beine zu attackieren. Das sollte doch eigentlich möglich sein, oder? Okay. Ich glaube, jetzt ist er wütend. Schießen Sie auf den Kopf! Wo denn nun? Oh Gott! Scheiße! Ja, das ist genau das Richtige. Ich will hier nicht sein. Warum habe ich das getan? Oh Gott. Wie bin ich nur hierher geraten? Eieiei. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Ich kann nicht. Wo ist eigentlich mein... Da drüben ist der Nomad. Ich muss mal irgendwie ganz dringend zum Nomad. Oh crap, oh crap, oh crap. Das so denk. Rein in die Hütte. Oh Gott. Ja, wir haben ein großes Problem. Hier ist es arschkalt in der Ecke. Oh. Aber ich will mal kurz das probieren. Wenn wir hier aussteigen. Nein, das ist bloß ein Schutzschild. Das ist keine Lebenserhaltung. Verdammt. Wie machen wir das? Kann ich in die Gebäude rein? Ich glaube, die Gebäude haben noch... Hatten die nicht irgendwie Wärmekontrollen gehabt? Bitte lass es hier drin warm sein. Oh, danke. Sehr gut. Oh, shit. So, ich glaube, dann können wir auch zur nächsten Runde gehen, oder? Okay. Oh, crap. Scheiße. Das war eine Nullnummer. Ach du Kacke. Worauf haben wir uns da denn eingelassen? Ah, na geil. Er wird seinem Namen wirklich gerecht. Wie haben wir uns denn in die Lage gebracht? Ich weiß es nicht. Hey Kumpel. Lust zu spielen? Ich habe gar keine Lust auf eine neue Runde, ehrlich gesagt. Aber was bleibt mir übrig? Richtig, nicht viel. Beine sind die Schwachstellen. Oh oh.
So. Jawohl. Das ging ganz gut. Zielen Sie auf den Kopf. Ich versuch's. Ja, wir sind es ja bei Mass Effect gewohnt, in die Mäule von riesigen Viechern zu schauen, ne? Wenn wir so an die Reaper denken. Die waren jetzt auch nicht gerade winzig. Oha! So, und dann gehen wir doch lieber mal rein. Okay, Lebenserhaltung wird wiederhergestellt. Und wir verziehen uns. So, Kumpel, was das sein? Da kommt noch mehr. Okay, jetzt kommt die Runde mit den kleinen Kumpels. Ich gehe mal kurz wieder in den warmen Bereich, also mehr oder weniger warm eben. Dann können wir zumindest mal sicherstellen, dass wir hier nicht... Wow! Dass wir hier nicht auf die Art und Weise sterben. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Danke für den Hinweis, Sam. Ich hätte es gar nicht mitgekriegt. Oh Gott. Danke! Mach ich sofort. So, hier drüben ist das Teil. Kurz was eingesammelt. So, ich will erstmal eins klein kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt. Wenn wir wirklich eins bis auf null kriegen. Aber ja! Wo geht er denn hin? Warte, 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 wo ist mein Nomad? Wir haben ihn geknackt! Ein Traum! Er haut ab! Ja, ja, keine Sorge! Den kriegen wir doch! Die lahme Wurst! So richtig nach abhauen sieht mir das aber noch nicht aus. Oh Gott, wir müssen alle drei Leitungen zerstören, so wie es aussieht. Kommt nicht vorwärts. Okay, können wir einfach... Hat er jetzt wieder... Warte mal. Wir gehen mal rein wieder in den Nomad. Ja, es geht auf zur nächsten Runde und wir gehen einfach zum nächsten Lager rüber. Oh Gott. Jetzt habe ich den Nomad in eine super Lage... Warte, nee, das kann ich nicht lassen so. So, den muss ich mal rausbringen hier aus der Ecke. Besser. Oh ja, da sollte ich nicht drinstehen. Was auch immer dann passiert. Ich hab's nicht vorauszufinden. Oh, crap. Das also. Er vervielfacht sich. Was? Ist das jetzt ein Scherz? Was meint ihr mit vervielfachen? Ich hoffe doch, wir meinen mit Vervielfachen nicht, dass gleich zwei von der Größe da sind, oder? Wenn es bloß die Kleinen sind, ja okay. Damit kann ich leben. Und hopsa. Attackieren Sie die beide. Das können wir. Ich finde schön, wie die Signale für die Sprengkörper überall um uns herum aufleuchten. So. Ich sehe nichts. Schießen Sie auf den Kopf! Mach ich! Oh Gott. Ich glaube, ich brauche dann demnächst mal neue Muni, oder? Shit. Scheiße, scheiße, scheiße! Oh crap, crap, crap. Warte, warte, warte. Ich gehe ja schon. So schnell hier rein. Lebenserhaltung wieder voll machen. Gut.
Ja, die können wir uns doch schnappen. Kein Problem. Gut. Den hätten wir. Ich bräuchte mal neue Muni, glaube ich. Da drüben. Genau danach habe ich gesucht. So. Auf zur nächsten Beinrunde. Schön. So, hoppsa. Ohohoho. Unlustig. So, dann machen wir mal den hier. Einfach nur, um unsere Schilde mal wieder ein bisschen aufzupolieren. Oh Gott. Jawohl. Das glaube ich auch. So, wir gehen kurz rein. Hast du deine... Ach so, wir haben nichts mehr hier. So, aber zumindest... Ja, keine Panik. Ich muss erstmal den Nomad finden. Wo ist das Ding? Ah, über uns, okay. Gar nicht so weit weg. So, dann warten wir mal ganz kurz, bis er irgendwo wieder landet. Ei. Auf was lasse ich mich denn hier ein? Okay, ist das hier ein Fenster? Da kann man hier durch. Da ist es leider nur ein Fenster. Ja, schön, weiß ich. Warte, ich gehe schon. Bin unterwegs. Könntest du bitte deinen Maul aus mir rausnehmen? Oh Gott. Nein. Nicht doch. Tu mir doch sowas nicht an. Ich gehe ja schon. Was genau? Oh Gott, das. Ich weiß nicht, ob ich das als Chance begreifen würde. Hahaha. Na geil. Oh Gott. Das hat nicht geklappt. Verdammt. Ah, so nah dran. Tja, ich vermute, wir werden den Kampf nochmal von ganz vorn machen müssen. Schauen wir mal. Ich würde mir ja wünschen, dass wir nicht von ganz vorn anfangen müssen. Aber ich vermute, es wird bald so sein, oder? Ja. Na gut, dann werde ich unterbrechen. Und sobald wir in Runde 3 sind, seid ihr wieder dabei. So, da sind wir wieder. Ja, wir müssen hinterher und wir sind wieder in der dritten Runde sozusagen. Zwei Beine sind weg, eins verbleibt. Und ich glaube, jetzt bin ich doch ein bisschen mehr im Flow drin. Und ich muss sagen, mir gefällt der Kampf wirklich gut, weil man so viel beachten muss. Das Vieh haut richtig rein, man darf nicht zu nahe kommen, weil da Schilde sind. Man hat die Kälte, auf die man aufpassen muss und muss sich immer wieder verkriechen in den kleinen Höhlen hier. Oder in den Stationen, wie auch immer. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen langsamer an die ganze Sache rangehe, dann komme ich da besser klar. Und einfach mal bei sowas auch in Deckung bleibe. Oh Gott. So, jetzt ist das weg. Dann kann ich nämlich auch wieder hier rüber gehen und ein bisschen auf sicher machen. Wir müssen es ja nicht übertreiben. So, Kollege, kommt wieder mit dem Köpfchen. Ich weiß. Und da gehen wir lieber mal zur Seite. Oha. Ja, lass den Mist explodieren. Kein Problem. Oh ja, wir gehen. Gut. Ich denke mal, wenn wir die Beine alle platt haben, dann werden wir nur noch den Kopf zu bekämpfen haben. Oho. Ich sollte vielleicht ein bisschen drauf aufpassen, dass ich hier das nicht übertreibe. Aber es ist auf jeden Fall festzustellen, der legt ordentlich an Tempo zu jetzt zum Ende hin. So, jetzt haben wir ihn wieder angenockt. Jetzt sollten wir wieder einen Moment haben. Jetzt müssten eigentlich wieder die kleinen Minions kommen. So wie ich das sehe. Yep. Genau das. Wie viele sind's? Und wo sind sie vor allem? Ich sehe momentan noch gar keine. Da.
drauf da auf die Sau. So. Gut. Oh Gott, nicht so gut. Wo ist mein Schild? So, schnell wieder in Deckung. Und da sind wir auch schon wieder bei den Beinen. Na, siehst du mal, das geht doch wie das Brezelbacken hier. Jetzt also auch gleichzeitig die ganze Sache in Angriff nehmen. Dann wollen wir unseren Freund mal fällen. Und das war's für deine Beine. Gut gemacht. Ja, da kommt noch mal die wütende Schnauze. Schnell in Deckung. Wir müssen mal mit auf die Lebenserhaltung schauen. Die ist nicht mehr so gut dabei. Aber ich glaube, das schaffen wir vorher noch. Das war's für dich. Jawoll! Bitte was? Wir gehen erstmal ganz kurz uns hier in der Wärme interfacen. So, das reicht. Wir scheinen ja irgendwas machen zu müssen. Schnell hin. Ja, das wäre erledigt. Wir sollten mehr erzählen, was hier passiert ist. Lebensfähigkeit 100%. Was auch immer das für ein Ding war. Halleluja, das war mal ein Kampf, sag ich euch. Umbruchstemperatur liegt im normalen Bereich. Also wenn man dann einmal so ein bisschen raus hat, wie das Ganze funktioniert, dann geht er eigentlich, aber am Anfang, der Kleine hatte schon ordentlich Schmackes. Vielleicht bin ich es auch einfach nicht mehr gewohnt, weil die anderen Kämpfe alle, naja, ein bisschen anders waren, ne? Also nicht ganz so heftig. Aber der hatte jetzt schon doch ein bisschen was an Anspruch gehabt. Das hatte dann so ein bisschen, war das jetzt im Stile eines Dark Souls Gegners gewesen, finde ich. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal wieder auf zur Siedlung. Wir haben 100% in Volt. Cool. Auf Volt, meine ich. Sein Planet, keine Siedlung. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Okay, tja, für die Wissenschaftler sah es leider schlecht aus, aber wir haben eine interessante Begegnung gemacht und sie überlebt. Priya, wo bist du? Da bist du. Ich musste da was etwas Traurigeres erzählen. Wir brauchen zusätzliche Wärmelampen für die neuen Zivilisten. Pathfinder, meine Späher haben mir von ihrer Begegnung mit dem Architekten berichtet. Ich habe einige gute Leute an dieses Ding verloren. Bohrtechniker, die dort eine Expedition durchgeführt hatten. Die Sache ist erledigt. Der Architekt wird Ihnen keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich hätte es von Anfang an besser wissen müssen. Es war meine Aufgabe, diese Wissenschaftler zu beschützen. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass der Rest meiner Leute in Sicherheit ist. Dank Ihnen. Tja, Ihre Leute? Ich habe Ihre verschollenen Bohrtechniker gefunden. Sie haben es nicht geschafft. Ich werde ein Team damit beauftragen, die Leichen zu bergen. Sie verdienen eine anständige Bestattung. Und Pathfinder? Danke. Kein Problem. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Kommen Sie wieder, falls Sie etwas brauchen. Tja, das hätten wir geschafft. Und das war das erste Mal, dass wir sowas wie einen Bosskampf hatten eigentlich hier in diesem Spiel. Gab's bisher noch gar nicht eigentlich. Und das hat mir gut gefallen. Und das hier gefällt mir auch ziemlich gut. 100% Lebensfähigkeit auf Volt. So, damit werden wir uns jetzt erstmal ganz kurz hier rüber bewegen. Ich weiß nicht, dieses versteckte Lager, ich muss da mal in Ruhe schauen, ob ich das irgendwie finde, ob es da irgendwo einen Zugang gibt. Vielleicht muss man hier auch durch irgendwelche seltsamen Höhlen kriechen, um da hinzukommen. Ich weiß es nicht. Was ich aber will, ist nochmal kurz mit den Angara reden, denn wenn ich mich recht entsinne, gibt es da ein, zwei, mit denen wir nochmal reden sollten, um irgendwelche abgeschlossenen Quests nochmal bestätigen zu lassen, sozusagen. Ja, und sobald wir das geschafft haben, bleibt nur noch eins, nämlich die Cat-Basis zu stürmen. Ich dachte eigentlich, dass wir dadurch die Lebensfähigkeit des Planeten hochkriegen, aber nö. Das hat andere Gründe gehabt, dass die noch nicht bei 100% war.
So, da sind wir wieder bei kuscheligen minus 30 Grad. Ich hätte ja gedacht, dass hier drinnen es jetzt vielleicht auch ein bisschen wärmer ist, wenn es draußen wärmer wird. Aber nö. Ist nicht so. Gut, wir schauen mal. Wir haben zwei Marker. Sie denken, ich würde einen guten Agenten abgeben? Bist du der eine? Oder ist das bloß Zufall? Haben Sie Fragen? Ah, genau. Für dich ist die Karte. Ein paar Schatzsucher haben diese Karte vom alten Vault gefunden. Sie wollten, dass sie sie bekommen. Wir dachten, wir hätten sie verloren, als der Dar niederbrannte. Diese Details. Mit dieser Karte könnten wir Angriffe über alte Handelsrouten planen, die nicht einmal die Cat kennen. Wer immer ihnen das gegeben hat, verdient unseren Dank. Und sie auch. Kein ich denke, Problem. Ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. So, genau, die Karte mussten wir abgeben. Ich weiß nicht, ob wir noch mit den Leuten hier was besprechen mussten. Musste ich mit dir noch was besprechen, mit Anjik? Schauen wir mal. Sie haben meine Kämpfer aus einem Arbeitslager der Cat rausgeholt. Ich hatte sie schon fast aufgegeben. Entschuldigen Sie meine ablehnende Haltung bei unserem letzten Gespräch. Es ist schwer, Aliens zu vertrauen, vor allem nach den Ereignissen mit den Cat. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich verstehe Ihr Verhalten. Danke. Bevor Sie gehen, kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Wie halten Sie sich gegen die Cat? Es ist nicht einfach. Wir hatten Erfolge, aber wir sind nur eine kleine Truppe. Zu klein. Hat Ephra keine Rekruten geschickt? Die meisten von ihnen sind jung und nicht ausgebildet. Um die Cat zu besiegen, brauchen wir Sanitäter, Techniker und erfahrene Kämpfer. Dann werden Ryder und ich helfen. Werden wir? Wenn der Commander Rekruten braucht, werden wir welche finden. Oh, wo finden wir die denn? Ich weiß es nicht. Ich bin ein Fremder. Wie könnte ich jemanden überzeugen, sich ihrem Widerstand anzuschließen? Sie mögen fremd sein, aber Jarl ist ein erfahrener und leidenschaftlicher Soldat. Er hat schon in vielen von uns den Kampfeswillen geweckt. Probieren können wir das. Jarl hat recht. Wir können die Leute finden, die sie brauchen. Ich nehme mit Freuden jeden auf, den sie mir schicken. Ich danke ihnen. Ihnen beiden. Ich habe Ephra kennengelernt. Er ist interessant. Er hat noch nie einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Er kann streng sein, aber er ist genau das, was der Widerstand braucht. Ephra hat aus einer verstreuten Bande von Zivilisten eine effektive Armee gemacht. Unsere Erfolge gegen die Cat verdanken wir ausschließlich seiner Führung. Die meisten scheinen ihm sehr viel Respekt entgegenzubringen. Weil er alles für sein Volk tun würde. Und dasselbe inspiriert er auch in uns. Wir teilen vielleicht nicht immer Ephras Meinung, aber wir würden ihm bis ans Ende der Sterne folgen. Wie lange gibt es den Widerstand schon? Fast so lange wie die Cat. Nach der Vernichtung unseres Militärs haben die Zivilisten den Kampf selbst in die Hand genommen. Sie haben mit letzter Bemühung den Widerstand gegründet, um unsere Heimat zurückzuerobern. Es scheint zu funktionieren. Erst seit Ephra die Führung übernommen hat. Seine Taktiken haben uns den Vorteil gegen die Cat verschafft, den wir gebraucht haben. Aber selbst jetzt sind wir noch weit von einem Sieg entfernt. Das wäre vorerst alles. Sie finden mich hier, falls Sie Fragen haben. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar, was genau für Leute soll ich jetzt für dich besorgen? Ich habe irgendwie keine Ahnung so wirklich, ehrlich gesagt. So, wir haben jetzt also zwei Marker. Ich weiß nicht, wo der mit dem Ausrufezeichen hinführt. Der andere wird wahrscheinlicherweise zum Dock führen. Denn wir haben die Vorratslager, die medizinischen, aufgefüllt. Das habe ich gemacht, abseits der Aufnahme. Da werden wir nochmal ein Gut gemacht bekommen. Und ich denke mal, mehr auch nicht. Ihr braucht ein Sedativum. Aber das reicht uns ja. Schön, Sie wiederzusehen. Sie haben heute Leben gerettet. Wir wissen nicht, wen oder wie viele, aber Sie haben es getan. Ich habe aus unserer letzten Lieferung etwas für Sie beiseite gelegt. Als Dank für Ihre Hilfe. Oh, danke. Nett, aber ich brauche eigentlich wirklich nichts. Ist okay. Eine Belohnung ist nicht notwendig. Doch ist sie. Glauben Sie mir. Da draußen ist es gefährlich. Jeder muss sich darauf verlassen können, dass ihn seine Ausrüstung heil nach Hause bringt. Und das gilt auch für Sie.
Na gut, wie du meinst. Ich will mich nicht wehren, wenn du mir ein Zeug aufdrücken willst, unbedingt. So, wir schauen mal kurz auf die Karte, ob wir da vielleicht sehen, was wir hier haben. Zu Hana sollen wir gehen, okay. Ich weiß nicht, wer Hana ist, beziehungsweise nicht mehr. Man vergisst das ja auch schnell mal, wenn man so einen Namen einmal hört bloß oder liest. Aber gut, ich denke mal, wir werden schon mit Hana geredet haben vorher. Vielleicht ist das ja jemand, den wir für den Widerstand anwerben können. Das wäre möglich.